Herzlich willkommen zurück zur Let's Play Prison Art Attack. Jawohl, wir haben in der letzten Folge hier den Stromaggregat gebaut, das Klassenraum. Warum geht ihr da nicht durch? Look open. So. Warum ist hier keiner stationiert? Ich habe doch da schon hingedrückt. Stationieren. Danke. So. Und dann hier hohes Risiko. Warum wird das immer wieder weggenommen? Mann, oh 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 Mann. Dann brauchen wir hier ein paar Tische. Da ein. Da ein. Und da ein. Machen wir hier ein. Und hier ein. Dasselbe Prinzip machen wir da auch mal. Da ein. Da. Da. Und da. So, dann haben wir schon mal die paar Tische gebaut. So, überall ist wieder Strom. Alles funktioniert. Das ist ja so, wie wir uns das vorgestellt hatten. Dann gehen wir rein. Raum. Werkstatt. Export. Putzraum. Machen wir die Werkstatt. Lieferung. Lagerhof. Gruppenraum. Wäscherei. Baumschule. Klassenzimmer. Ey. Hinrichtungsraum. Ja, so einen großen. Und ganz viele Dinger in einer Reihe. Dann ist der Knast immer leer. ich glaube, ich habe einen auf dem Auge. Klassenraum. Werkstatt, da. Haben wir. Einrichtung. Fangen wir erstmal an hier mit den Tischlermaschinen. Auf jede Seite eine. So. Ja. Da noch eine. Autosave! Oh, mein Stuhl sackt heute wieder ab. Ganz komisch. Mal funktioniert es wochenlang und dann heute hat er wieder seine 5 Minuten der Stuhl. So. Da hätten wir schon mal die Werkbänke. Ne, die Kreissägen besser gesagt. Da müssen wir natürlich hier ein bisschen Strom anschließen. Das gleiche. So. Diesen Raum hier muss ich jetzt sperren. Auf normal stellen. Ich weiß nicht, bauen wir jetzt hier noch so eine kleine Baumschule hin? Für die? Machen wir einfach. Raum. Putzkammer. Wo haben wir es denn? Baumschule, da. Machen wir mal. So. Haben wir. Sehr schön. So, dann haben die auch schon mal ein bisschen Bäume und unser Personal. Wie viel Gärtner haben wir? 7. Stellen wir nochmal 3 ein. Ja, setzen wir gleich hier oben drauf und haben sie gleich was zu tun. 1, 2, 3. So. Ja, lauft gleich weg. Ihr sollt Bäume pflanzen. So. Hausmeister brauchen wir eigentlich gar nicht mehr, weil wir haben ja eigene Leute, die putzen. Also daher ist das eigentlich... Shit, nee, egal, wir gucken nochmal, ob das wirklich mit der Stationieren hier funktioniert hat, ja. Ah, halt. Stationieren, das ist nur für Personal. So, hätten wir. Nur für Personal. Personal, nein, stationieren, Arbeitskräfte, Ach so, ich brauche noch die Workbench. Ja, gut, dann müssen wir jetzt gerade ein bisschen warten. Wir brauchen ein bisschen Kohle erst. Haben wir hier noch was? Ach, guck mal da. Ja, das ist einfach der Vorteil an dieser Riesenwerkstatt. Wir haben so viel Materialien. So, 13.000, können weitermachen. Wie schnell man einfach Geld verdient, ja? So, wir brauchen noch die
die Hydra pressen. So, die stellen wir mal hier ganz so. Jede Seite auch zwei. Natürlich brauchen wir wieder ein bisschen Strom. So. Beweg dich! Sehr schön. Hast du fein gemacht. Hat er fein gemacht. Oh, guck mal da. Da sind die Gärtner alle fleißig wie die Lämmelchens. Jawolla. Hätten wir. Also ich finde, dass es in so manchen Gebieten ziemlich dunkel ist. Auch wenn du da Lampen hast. Ich finde das trotzdem noch ziemlich dunkel, wenn man das mit in dem Innenraum sieht. Ach, guck mal da. Was hast du denn für ein Problem? So. Ja, da muss man echt... Ach, guck mal da. Ja, wenn man da zwischendurch nicht drauf achtet, dann kann das hier ganz schnell zum Problem werden. Ja, schön duschen hier. Stinkt's, ihr Schweine! Haben wir. So, jetzt dürfen wir hier auch stationieren. Nein, dürfen wir noch nicht. Warum nicht? Warum dürfen wir hier jetzt keine Arbeiter? Verstehe ich nicht. Versteht ihr das? Warum dürfen wir jetzt hier keine Arbeiter stationieren? Sicherheit, da. Alle Programme neu anlegen. So. Ich habe gerade überhaupt keinen Plan, warum wir hier jetzt keine Leute stationieren dürfen. Aufenthaltsraum brauche ich. Die sind müde. Steht hier gerade ein Aufenthaltsraum für das Personal. Einrichtung. Raum. Machen wir anders. Das mache ich anders. So, hauen wir da nämlich einfach einen Raum rein. Das sieht ja schon sehr assi aus, ne? So, nimm das weg. Und daraus machen wir jetzt Werkstatt, Duschraum, Kantine, Abfall, Hof, Isolationszimmer, Putzraum. Abfall, Krankenhaus. Personalraum. In dem Personalraum brauchen wir ein Sofa. Und eine Drinkmaschine.
Ne, ihr kriegt da zwei Drink Machines. Wollt ihr hier noch einen Billardtisch haben? Ihr faulen Säcke. Nein, kriegt er nicht. Aber ein Fernsehgerät könnt ihr haben. Oh. Sieht dann ja sehr schick aus. So. Haben wir da auch aufgemacht. Drinkmaschinen. Haben wir doch drin. Ah, jetzt hat das. Sehr schön. Ich glaube, das mit den Klassenzimmern funktioniert nicht. Und irgendwie kriegen wir ja hier in der Werkstatt ja auch keine stationiert. Das verstehe ich nicht. Ja, irgendwo habe ich hier einen Fehler. Oder kommt das einfach, weil wir hier unten schon so viele haben? Dass man nicht zweimal darf. Na, hier ist ja auch nicht mal ganz voll. Wir haben ja nur 27. Hersteller als Tischler. Wir werden die anderen jetzt mal ganz kurz stoppen, alle. Stoppen, 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 stoppen. So. Und wir werden jetzt mal bis morgen warten und gucken mal, was wir dann hier haben. Aber dass ich hier keine Leute mehr stationieren darf, das finde ich aber jetzt richtig scheiße. Das geht auch nicht. Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht, Leute, echt nicht. Das ist. Geht mir gerade nicht ganz in meinen Kopf, was jetzt hier los ist. Wenn einer von euch eine Idee hat, bitte in die Kommentare natürlich schreiben. Ich habe absolut keine Idee, warum die nicht laufen. Und warum wir hier keine Leute qualifizieren dürfen. Müssen wir vielleicht hier diese Bank jetzt hier auch noch mit reinstellen? Dass das Ausrufezeichen zwar weg ist, aber dass das ja neu ist und dass wir das mit einbauen müssen, weiß ich nicht. Probieren wir einfach aus. Ja, also schlecht laufen tut's nicht. Anscheinend. 14 Gefangene haben ernsthafte Beschwerden. 14 Stück finde ich ganz okay. Der Rest ist alles sehr, sehr chillig hier gerade. Ich hätte gedacht, mir wird der Knast so richtig aus den Nähten platzen. Aber nö. Ja, wir machen den Knast jetzt auch mal zu. Was kommen denn als nächstes? Gefangene 10. 97 kriegen wir rein. Ja doch, wir machen mal normales Risiko. Hohes Risiko werden wir jetzt mal so ein bisschen zur Ruhe kommen lassen. So, da haben wir jetzt die Dinge auch drin. Aber wir dürfen trotzdem keine Arbeiter einstellen. Ich verstehe es nicht. Darf man nur zwei Werkstätte haben? So. Ich will das jetzt einfach nur mal ausprobieren. Raum. Ist jetzt einfach nur mal ein Versuch. So. Es gibt nur noch eine Werkstatt. Geht da oben arbeiten. Darf ich jetzt hier eine Werkstatt machen? Oder jetzt Leute hier stationieren? Nein. Puh. Ist doch komisch. Ist doch richtig komisch. Ich habe gerade überhaupt keine Ahnung, Leute. So.
absolut gerade keine Ahnung, warum das so ist. Vielleicht hat das von euch schon mal einer ausprobiert, aber irgendwie funktioniert es anscheinend nicht. Natürlich bringen sie jetzt hier auch gleich das Holz hin, was verarbeitet werden kann, aber irgendwie wird es ja nicht verarbeitet, weil wir ja die Leute da nicht zum Arbeiten schicken können. Ich habe absolut keine Ahnung. Ich komme jetzt auch gerade auf überhaupt keine Idee. Sicherheit zuerst, Gefangene müssen erst diesen Kurs bestehen, bevor sie in der Werkstatt arbeiten dürfen. 23 Interessenten, das ist natürlich echt grundlegende Programm. Das ist natürlich echt schon heftig, ne? Starten wir mal. Also wir kriegen 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11. Ne, dann können wir einstoppen. Und dann können wir noch Grundbildungsprogramm 1, 2 starten. So. Essensausgabe. Anscheinend hier ein Problem, oder? Wie sieht's hier unten aus? Hier unten ist noch Essen ohne Ende über. 88% haben gegessen. Natürlich haben wir wahrscheinlich wieder welche in Isolationszellen. Da haben wir keine. Hier halten wir auch keine. 88%. Ja, mein Gott, das wird schon optimal sein. Ja, hier sitzen die ganzen Gangster hier. Guckt euch an hier mit seiner Sonnenbrille. Alter, ich bin der Checker. Du bist der Hosenscheißer. Und kein Checker. 90%. Ich bin gut zufrieden, das ist okay. Damit können wir leben. Ich sage wieder vielen Dank fürs Einschalten bei Pursen Art Attack. Mein Name ist Glabur. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, schaut mal bei Twitter und Facebook vorbei. Die Links sind unten in den Kommentaren. Bis in der Information in den Kommentaren. Ja. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Laui.